Wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Juhu. Oh, kleine Zwillinge. Pipi und Pummeluff, na, das war ja klar. Gegen Paginotti und Digidam. Cool. Ich hab gerade fast mein Latias angegriffen. Oh, ich darf gar keine Intensität einsetzen. Der trifft mein anderes Pokémon selber. Wäre, glaube ich, nicht so gut. Nee. Perfekt, beide down. Unsere Zwillingskraft. Oh nein, jetzt sind wir traurig. Jetzt sind wir traurig. Toll, du hast kleine Mädchen zum Weinen gebracht. Entschuldigt, entschuldigt. Hier, ich schenke euch einen Seegesang oder sowas. Warum macht der YouTube schon? Ist er abgehoben und bringt Mädchen zum Weinen? Oder ich kann euch auch Bären geben. Ja, klar. Geh zu den kleinen Kindern und sieh den Bären an. Und was kommt danach? Ich hab noch was Besseres. Ich kann euch Bricks nochmal geben. Zu Hause. Komm mit, ich zeig sie dir. Ich kann euch Bricks nochmal geben. Was? Nein. Wir haben ein Problem, wenn wir Pech haben. Ich möchte kein Pech haben. Gut, dann haben wir kein Problem. Naja, der nächste Trainer, dieser komische Professor, der da zwischen den drei Mädels steht, der hat ein Smogon auf Level 26. Dann töte es? Was hat am meisten Defensive bei dir? Keine Ahnung. Ich guck mal. Bericht. Defense. Normale Verteidigung oder Spezial? Normale. Normale, gut. 42, 38, 49. Wow. Wow. Das Garados hat 49 Verteidigungspunkte. Ist damit am höchsten. Gleich danach ist mein Voltenso, was ich gerade draußen habe, mit 42. Ich bin super gegen diese Attacke gewappnet. Ist das nicht toll? Warte mal, hast du doch... Dein Garados ist draußen, ne? Nein, mein Voltenso ist draußen. So. Dann mach mal einen Donnerblitz, vielleicht haut das ja gut weg. Ich hab bloß Funkensprung. So, ja gut, das wird bestimmt nicht reichen. Donnerblitz, Alter, hat... Das ist Level 26, das habe ich ja jetzt erst realisiert. Das habe ich doch gesagt! Ja, aber ich habe es jetzt erst realisiert, also... Super! Ich habe die Zahl vor mir sehen müssen. Ich habe Glück, okay, bei mir setzt es nur Rauchwolke ein gerade. Ja, meistens greift Smogon mit Rauchwolke und dann kommt erst so ein Finalattack oder sowas. Wenn es kein wildes ist. Bei mir ist es tot. Bei mir auch. Funkensprung und ein Rockzockhieb. Bei mir Schockwelle und Schockwelle. Kamehame. Schockwelle der alten Adel oder so. Hieß das doch damals. Oh, eine Trainerin, die mag alle Nidoran. Ja, sie hat Nidorino und Nidorina. Und Funkensprung. Boah. Warum kriege ich Giftschaden, wenn eigentlich nur die Funken Nidoran treffen? Nein, du machst einen Sprung, der wie Funken aussieht, glaube ich. Also nicht in der Animation der neueren Gen. Da springen die Funken bloß rüber. Bei Funkensprung... nee, das ist, glaube ich, Funkenflug, was du meinst, oder? Nein. Bei Funkensprung ist Füße. Ich muss wieder zurücklaufen. Mein Voltenso ist schon wieder vergiftet. Don't let it die! Geschafft. Komm jederzeit wieder vorbei. Werde ich tun. Können Sie mir Ihre Telefonnummer geben, dann bin ich schneller. Können Sie mir die Heilung fürs Handy schicken. Ja, das ist immer so eine Route, die viele Trainer hat. Zwei habe ich hier noch. Na gut, die eine spricht mich schon an. Nein, da kommt nachher noch ein Biker. Stimmt, also die kommen ja da auch noch. Oh, der Radweg wird ja fürchterlich. Oh. Wollen wir später auf dem Radweg einen Trainer, also so viele Trainer wie möglich auslassen? K-
Können wir versuchen, aber wir haben ja eh vorher noch eine ganz andere Sache zu tun. Bis wir da hinkommen. Ja gut, die Arena sollte kein Ding sein. Bevor wir auf den Radweg kommen, müssen wir die Slivesco machen und den Turm. Oh ja, ja gut, ja doch. Schon. Also da haben wir noch eine ganze Menge vor. Genau, und das habe ich mich letztens gefragt. Na? Wie ist das jetzt in der Nuzlocke eigentlich geregelt? Weil du kriegst ja in Saffronia City, hast du quasi die Chance auf zwei Pokémon geschenkt. Im Normalfall kriegst du ja in der Slivesco ein Lapras. Und dann kannst du ja in den Dojo gehen und dir ein Nocturne oder Kikli nehmen. Darfst du jetzt bloß eins davon nehmen? Aufgrund der Nuzlocke-Regeln? Oder wie läuft das? Na, ich würde sagen, das Lapras, das kriegt man ja geschenkt und das zählt halt als Encounter für den Ort. Und das andere, das sind ja so eine statischen Pokémon, ne? Was heißt statisch? Die kriegst du auch geschenkt. Nein, aber die stehen ja fest. Also... Die stehen ja. Da an Ort. Die kannst du ja nicht an irgendeinem anderen Ort anders bekommen. Der Lapras auch nicht. Lapras ist die einzige Möglichkeit, dort von dem Trainer, von der Person, die, mit der du reden musst, zu kriegen. Ja gut, dann ist das eigentlich beides statische Pokémon. Wenn man da noch irgendwo angeln kann, dann können wir uns was angeln. Und das andere, das zählt dann halt als statische Pokémon. Also statische Pokémon sind nicht von der Regel betroffen, soll das jetzt heißen, oder wie? Ja, weil wenn wir dann später zum Beispiel in... Wo gab's Zapdos? Im Kraftwerk. Wenn wir da im Kraftwerk sind und den Random Encounter bekommen, dann könnten wir ja Zapdos auch nicht fangen. Beziehungsweise das gerandom meiste zu Zapdos. Also ich habe Nuzlocke mal gesehen, da wurde das dann auch so gemacht. Da musstest du halt entweder mit deinem Schutz Glück haben, dass du bis zu Zapdos hinkommst oder... Obwohl, nee, ich glaube es gab für Legendäre eine Ausnahme. Also für Legendäre, die man ansprechen muss, gab es glaube ich eine Ausnahme. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher. Ja, wie findest du das? Also, ich würde das so gut finden, weil so bräuchte man sich keine Sorgen machen. Außerdem hätte man gratis zwei Pokémon-Chancen. Ja, richtig. Und das ist ja nicht so, als wenn die Challenge manchmal schwer genug wäre. Ich meine, wir hatten drei Anläufe. Und ob dieser hier wirklich fruchtet, wissen wir ja auch noch nicht. Also bis jetzt sind wir schon relativ weit gekommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt verkacken sollten, dann hätte ich echt beschissen schlechte Laune. Gut, dann verkack lieber nicht. Gut. Sag das nicht zu laut. Ich hab gehört, wenn man vorm Spiegel steht und dreimal sagt, ich bin tot und sich danach dreht, dann ist man tot. Weil einem dann schwindelig wird und man deswegen umfällt und gegen den Tisch knallt. Nein, weil einem schwindelig wird, man mit dem Kopf gegen die Scheibe knallt. Die Scherben zersplittern, man umkippt und sich dann die, Adern, ne? Okay, 1, 2 ist... Es gibt hier noch, drei Trainer. Ja, ich hab das Mädel... Oh, jetzt bin ich auch noch paralysiert. Nee, da hinten sind keine Mädels mehr, da sind nur noch ein Biker. Das Mädel von diesen, die übereinander stehende. Ja. Da hab ich gerade das letzte Mädel getötet. Hab schon den ersten Biker. Aber da kommt noch ein Biker und dann kommt noch ein Professor und noch so ein Wanderer. Hilft jetzt. So, ich musste erstmal heilen gehen wieder. Weil Paralyse und halbe KP irgendwie halten meine. Mein Voltensor hält irgendwie nicht so viel aus, wie ich gerne hätte. Und ich drücke schon wieder die Speed-Taste, obwohl ich zum Laufen die andere Taste drücken will. Ja, deshalb bist du so schnell. Ja, ja. Nein! Du rennst bestimmt auch mit der Speed-Taste zurück zum Pokécenter, ja, ja. Hier schon wieder ein Smogon. Schön, das Thema wechseln, ja, ja. Ja, ich mag das Smogon nicht. Güte ist auch. Cool, One-Hit. Ein Funkensprung, weg. Es ist Level 22. Und es hat, und er hat noch eine. Der Biker hat scheinbar nur Smogons. Er will's richtig wissen. Er will uns richtig ärgern. Ich nerv nur die Slimer. Ja, da hat er auch eins von. Zwei Smogons und ein Slimer. Auch schon wieder vergiftet. Ich darf schon wieder zurückrennen hier nach dem Kampf. Was soll denn das? Die Taste. Ja, ja. Hab ich gesehen. Hast du gar nicht gesehen. Really? Aua, 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 aua. Gift, Gift, Gift. Ist mir aufgefallen, dass wenn ein Slimer den Mund aufmacht in der Gen hier.
ja. dass es denn so aussieht, als wenn da ein Ewigstein im Mund liegen würde. Okay, nein, ist mir noch nicht aufgefallen. Mal drauf achten, das merke ich jetzt zum ersten Mal. Warte mal, Slimer, lass mal den Mund auf, warte mal. Ich bräuchte mal den Stein. Und dann hast du so eine klebrige, schleimige Zunge in der Hand. Und bist dann auch noch vergiftet wegen Slimer. Oh, Level 28 vielleicht? Ha! Entwickelt sich jetzt mal langsam was bei mir? Bitte? Ich weiß es nicht. Okay, dann nicht. Ich glaube, bei mir kann sich gerade im Team überhaupt nichts mehr entwickeln. Nee? Doch, Flo könnte sich entwickeln und, naja, wenn ich einen Mondstein finde. So war wir. Geweiher. Aber der ist doch gerade gar nicht in deinem Team, oder? Doch. Stimmt, weil es mit Ratzrotz verbunden. Ja, cool. Aber ich trainiere den zurzeit nicht, weil ich irgendwie nicht so was mit ihm anfangen kann zurzeit. Können wir nicht deinen Trassler mit meinem Ratzrotz radikal verbinden? Dann ist Radikal nachher tot und aber dann ist das Trassler weg. Oh, der hat ja noch einen Smogmog. Ja, der eine Biker hat zwei Smogmogs und einen Slimer. Bin gerade ein bisschen risky, fällt mir auf. Juhu, Drake lernt endlich eine gute Attacke. Von alleine. Antikraft. Mach ich kein Feuer, oder? Ach so, weil ich bestimmt jetzt voll Risiko gegangen bin auf den Aussetzer. Ah, ich bin total klug. Wuhu. Quaputzi, yay! Ja, hier ist ein Trainer bei, der hat Wasser-Pokémon. Oh, sind wir bald da? Ich frag mich, warum man hier runtergehen kann. Hier ist doch gar nichts. Wo runter? Na, bei dem einen Zaun. Ja. Da kann man runtergehen und da ist ein Opa, der hat Wasser-Pokémon. Ja, und bei dem bin ich jetzt auch gerade. Ja, und hier ist auch noch so ein Forschertyp, der was von Chemie plappert. Und er hat vier Pokémon, Gott, das Streber. Und nein, ein Voltoball. Welches Level? 20. Okay. Ich hätte gerne endlich mal meinen Geist-Pokémon. Dann hat er noch einen Smogmon auf Level 20. Ja, Smogon, nicht Smogmon. Yay, Digimon gibt's ja auch. Dann hat er noch mal einen Voltoballon. Und dann hat er noch ein Magnetilo zum Schluss. Oh, das auch noch? Ja, er hat vier Stück. Ey, dann bin ich Arsch. Ein richtiger. Und der. Und der kann er schon Ultraschall. Was dir immer 20 abzieht. Konnten die vorhin. Also vorhin. Vorgestern konnten die da tun. Okay. Hinter dem Typen vielleicht noch irgendwie ein Item, weil der steht da so komisch? Nee. Schade. Wow, du hast recht, Sägesang halt gar nicht so viel. Ein KP. Kannst du jetzt eigentlich rechts durch, links durch den Tunnel da durchgehen? Lässt sie dich durch, weil du hast ja Sprudel und Tafelwasser? Weiß ich nicht, ich kämpfe noch gegen das Magnetilo. Von diesem Streber da. Okay, Feueraue macht Voltoball One-Hit, finde ich sehr gut. Super. Sägesang halt wirklich 1 KP pro Runde. Ist doch gut. Ich muss es wahrscheinlich einem Wasser-Pokémon geben, damit es mehr Effekt hat. Ich glaube nicht. Aber es heißt Sägesang, also. So, jetzt noch das Magnetilo.
Er lässt mich trotzdem nicht durch. Schade. Er sagt, er ist durstig, aber ich kann ihm kein Getränk geben. Das System merkt wohl, dass ich den Sprudel nicht dort gekauft habe, wo er soll, weil ich noch nie in Prismania war. Ja, müssen wir uns halt durch den Tunnel wagen. Und eine Person dabei, die tauschen will? Nö. Und versteckte Items? Sie fragt gar nicht erst. Oh Gott, das ist ja so ein kleiner Tunnel. Spam. Ich suche gar nicht. Ich suche auch nur auf dem Hinweg. Ach, kein Bock. Ein verschlafenes Pokémon versperrt den Weg. Oh nein, es ist bestimmt ein Pipi. Route 7? Hatten wir da schon was gefangen? Ich weiß. Ne, eben war Route 8. Ja, aber Route 7? Ja, wenn wir da noch nicht waren, wie sollen wir denn da schon was gefangen haben können? Vielleicht heißt ja eine andere Route auch Route 7. Glaube ich nicht. Aber du kannst da nochmal nach. Das ist fies, du suchst jetzt gerade wirklich nach Items? Nein. Ich höre das doch! Nein! Das ist unfair, scheiß Spiel. Aber da ist nix. Sehr gut. Eine Reihe habe ich noch zum Durchgehen. Dann nein, hast du nicht. Nein, habe ich nicht, genau. Gut. Nein, Route 7 können wir was fangen. Super. Stimmt, das war, glaube ich, die Gegend, wo man das erste Mal auf einen Fukano treffen konnte oder so. Ich bin hier mehr noch auf Dodos oder Mauzis gestoßen. Aber ich geh jetzt mal heilen. Sollte ich auch machen. Oh Mann, langsam sehe ich meine Tasten nicht mehr. Was will denn dieser Caesar-Verschnitt hier draußen? Ein Prismania City verschlafen. Okay, können wir uns jetzt erst. Oh, hier ist ein Item. Wo? Oh. Ne, hier draußen. Gleich auch, wenn man aus dem Tunnel rauskommt. Im Gras. Oh. Da. Tafelwasser. Superball. Können wir uns als erstes Pokémon holen? Ich bin so aufgeregt. Ich denke, wir wollten erstmal heilen. Ja, ich war schon heilen. Ja, aber ich noch nicht. Ich bin doch gerade erst aus dem Tunnel. Ich laufe. Leg mal schon mal ein Pokémon auf die Box. Einfach irgendeins jetzt, weil wegen Abholen von dem anderen Pokémon. Stimmt. Wie ging das ja leider noch nicht. Wolltest du jetzt ein Pokémon fangen in der Wiese oder das Evoli? Ich will als erst den Evoli Encounter holen. Dann muss ich erst das Pokémon absetzen, obwohl ich ihn gar nicht zuerst absetzen will. Oh, ich bin ausgerechnet. Das ist ja wirklich ein Evoli, das wäre toll. Ja. Du weißt, wie du hinfindest? Irgendwo in dem einen Haus von hinten. Ein Evoli, bitte ein Evoli, bitte ein Evoli, bitte ein Evoli. Yay, es ist ein Rayquaza. Was? Nein. Oh, das ist cool. Also ich bin nicht, noch nicht bei dem Evoli. Weil ich ja Pokémon austauschen muss, bin ich zuerst in das Gras gelaufen, was da vorne ist. Welches Gras? Auf Route 7. Also bist du jetzt doch als erst Route 7 gegangen? Da waren wir doch gerade, das ist doch da, wo der Tunnel ist. Hey, du warst doch gerade noch im Pokémon Center. Ja, bin ich doch schon längst wieder draußen. Ja, aber warum bist du denn doch als erst auf Route 7 gegangen? Weil ich noch kein Pokémon tauschen wollte und ich weiß ja nicht, was mich hier angreift. Sonst hätte ich ja danach das ablegen müssen. Hättest du es nicht vorher sagen können, jetzt bin ich gerade die ganzen Stufen nach oben gelaufen. Okay, Route 7. Was hast du denn? Sag ich dir, wenn ich es gefangen kriege. Weil ich kann es ja, wie gesagt, einfach. Es ist drin. Was hast du? Ein Ball. Ein Feuerriegel. Okay. Feuerriegel, es ist immer gebeugt. Wird es angegriffen oder ist es überrascht, schießen Flammen aus seinem Rücken. Du darfst dir einen Namen ausdenken. Für ein männliches Feuerriegel. Ach du Kacke. Hast du ein Habitat gefangen? Nein. Oh Gott. Warum? Weil ich ein Habitat hab. Oder doch? Doch, ich hab eins gefangen. Das liegt ja auf der Box rum, ja, das war eins, was ich nur hab, damit du deinen Pokémon behalten kannst. Das glaube ich ein Topsy war, ne?
Naja, feurige. Weiblich, männlich? Männlich. Feurio. Echt? Ja. Feurio. Wurde auf Box übertragen. So, mein Encounter ist ein Hut. Ich hatte davor übrigens zwei andere Encounter, aber Geweiher hab ich ja schon. Oh, Hut finde ich toll. Also Noctu finde ich toll. Hut, naja. Was mich bei Hut so ein bisschen triggert, ist das jetzt ein Fuß oder sind das zwei Füße? Also laut dem Anime steht es, glaube ich, immer auf einem Bein. Also ist das wahrscheinlich eins. Okay, Hut. Sein Zeitgefühl ist perfekt. Was auch immer passiert. Was auch immer passiert, es behält den Rhythmus. Wow, total ich. Indem es mit dem Kopf wackelt. Ja, headbangend und eine innere Uhr. Okay.